meine, den kann ich hier durchgehend jetzt anleuchten. Ich leuchte dich an, du Spast! Er reagiert nicht drauf. Aber das ist schon eine ganz gute Idee. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Little Nightmares 2 auf dem PC, Folge 11. Wir... Ja, lauf einfach runter, du Spacken. Wir haben in der letzten Folge gegen die Hand gekämpft, haben sie besiegt und die erste Sicherung. Die muss ich jetzt aber hier wieder abkassieren, weil... Ich wollte gerade sagen... Ja. Fantastisch. Wir brauchen sie erstmal woanders, um die zweite zu holen. Nämlich hier links. Das wäre so das Ziel für die heutige Folge, dass wir durch diese Tür hier kommen. So, ich hoffe, das geht schneller. Ah, komm, jetzt stell dich nicht so an. Okay, wieder ein zweiter Bereich. Das ist ein ziemlich großes Rätsel hier. So... Willst du hier zufällig rein? Nein. Schade. Ja, dann müssen wir es mal andersrum gucken hier. Ja, hier sieht es gut aus. Okay, dann ist das unser Rückfahrtticket. Solange du da stehen bleibst, habe ich gar kein Problem mit dir. Oh ne, Moment, das... Also, hallo, ey, also ich wollte ja gar nicht stören und... Sehr interessant. Also ich, muss ja höchstwahrscheinlich hier vorbei. Ach so, und dann... Ist das wieder so eine Timing-Geschichte? Aha. Ja, ist okay. Komme ich hier jetzt nicht vorbei? Irgendwas habe ich noch übersehen. Also irgendwas ist mit... Also wenn das Licht nicht da ist, dann... Das heißt aber, wir machen auf jeden Fall die... Taschenlampe an. Sie hält sie zwar offen, aber komme ja so nicht vorbei. Ja, das ist doch kacke.
Oder sie war einfach nicht weit genug weg. So. Ja. Alles klar. Das hat doch geklappt. Das ist gut. Seid ihr alle so drauf? Doch alle so drauf, oder? Also ich hoffe nicht. So, auch hier ist wieder ein bisschen größerer Gang. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ihr bewegt euch bitte alle nicht. Das wäre sehr, sehr schön. Hallo. Ach du, ja? Du siehst sogar so aus. Müssen wir natürlich erstmal direkt ein Standbild machen. Ja, zum Glück. Ja, alles klar. Wow, okay. Zwei auf einmal. Das ist heftig. Das ist heftig jetzt. Das ist doch. Zwei auf einmal. Das wird super. Bei dieser nicht gerade coolen Steuerung. Hm? Wie soll man beiden ausweichen, bitte? Hallo? Du kannst es ja nur so machen, dass die beide... Ich müsste den einen zum anderen locken, aber du kannst... Also das... Um zwei Leute gleichzeitig zu kümmern mit dieser Steuerung wird sichtlich schwierig. Sehe ich kritisch jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. So, du, mein Lieber, hä? Genau. Das Problem ist, beide anzuknallern ist jetzt nicht so geil, ne? Sehr belastend. Wow. Guck mal. Also meiner Ansicht nach hat dieser Lichtkegel diese Person gerade nicht verlassen. Das ist diese Steuerung, die ich meine, die einfach friemelig und ungenau reagiert. Und uns demnach hier jetzt gerade ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, ne? Hm. Wir müssen an denen vorbeikommen. So viel ist ja sicher. Die sehen uns ohne Licht auch, ne? Also das macht ja gar keinen Unterschied. Digga. Also ganz ehrlich, diese Steuerung ist scheiße, Alter. Du kannst nichts machen, ohne dass sie dich sofort greifen lässt. Braucht immer so lange, ne? Also kann ich es nur nach oben machen. Nicht toll. Ulrich. Junge, beide waren angeleuchtet. Er reagiert nicht. Diese Scheiße. Ich hasse so eine Steuerung, wenn die einfach nicht das macht, was sie soll. Es ist doch nicht so schwer. Die sollen mich einfach nicht anpissen, wenn ich die scheiß Lampe anhabe. Und dann natürlich, ich kann nicht einen holen, das geht nicht.
Ich leuchte ihn an, er greift mich. Finde ich super. Finde ich echt toll, dass die Steuerung an dieser Stelle mal wieder nicht funktioniert. Spiel, danke. Danke für diese Ungenauigkeit. Bin sehr begeistert. Mag es nicht. Ich von zwei Leuten. Ich müsste auf diesen Typen zurennen, damit ich dann beide... Du Wichser, machst mir jetzt nicht die Taschenlampe weg. Das erzählst du mir jetzt hier nicht. Ja, und jetzt? Cool, aber irgendwie... Ey, und die Lampe geht nicht runter. Weißt du, ich drück den Stick runter, es passiert einfach nichts. Du kannst nichts machen. Ist schon wieder scheiße gemacht hier, ey. Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll, weil ich nicht mal zu komme. Wo soll ich denn hin überhaupt? Es ist doch wieder... Er ist angeleuchtet! Was raffst du denn nicht? Es ist lächerlich! Lächerlich ist das! Es ist so lächerlich. Kannst, wenn beide auf dich gepisst sind, wie willst du denn das machen, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, sorry, weiß ich gerade wirklich nicht, was das soll. Also das ist schon ein bisschen eine Frechheit, muss ich auch sagen. Das ist schwierig als die Hand. Weil du einfach nicht weißt. Ich meine, das ist ja schön. So. Ich glaube aber hier zu sein bringt mir eh nichts. Ja. Halt aus, cool, ne? Na, ich komme hier eh nicht. Also hier geht's eh nicht. Nicht weg. Eigentlich hatte ich die aber da schon ganz gut, ne? Ich komme nur leider nicht mehr vorbei. Bei zwei Pissern dieser Sorte. Und der legt auch keinen Zahn zu, so kann man nicht so viel machen, muss ich ja sagen. Ich muss zum Bett und da drunter durch wahrscheinlich, ne? Ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. Wirklich überhaupt. Null. Wirklich nicht. Das ist... Das geht nicht. Meine, den kann ich hier durchgehend jetzt anleuchten. Ich leuchte dich an, du Spast! Er reagiert nicht drauf! Aber das ist schon eine ganz gute Idee. Das ist schon eine ganz gute Idee, aber... Es bringt nichts. Ey, du bist doch ein Pisser. Ja. Auf stur, ne?
Wow, habt ihr das gesehen? Das war der Hochverrat. Das war der Hochverrat von dem Game. Direkt in seine Augen. Es juckt ihn gar nicht. Oh, ich bin blind. Ich sehe das Licht gar nicht. Oh, ich kann einfach immer angreifen. Easy, Digga. Easy. Bin ich super von dir. Super sozial, Spiel. Super sozial, Alter. Voll geil. Voll geil. So, das Ding ist, ich muss jetzt weg. Du Wichser. Du Wichsgesicht! Das geht mir bis hier oben, also bis da. Da, bis da. Seht ihr gar nicht mehr. Seht ihr nicht mehr. Oh, bin ich gut drauf. Ich müsste mich halt irgendwie weiter bewegen. Bin ich gleich so. Warum tue ich mich damit so schwer? Jetzt klappt es auch mit dieser Steuerung. Auch drei Leute, cool. Hallo. Ja, wenn es einmal klappt, Alter, dann läuft's ja. Junge, leck nicht, du Wichser. Dir einfällt, ey. Da geht's weiter. Geht's hier hinten noch weiter? Mich hier noch interessieren. Ja, okay. Ja, gut. Ich nehme es ja zurück. Es ist ja okay, die Steuerung. Muss sie nur begreifen lernen. Da haben wir uns jetzt natürlich wieder schön lange dran aufgehalten. Wenn ich mir das im Nachhinein angucke, werde ich mir denken, mein Gott, bist du behindert, du musst doch einfach nur das und das machen. Aber wenn man es nicht weiß, dann ist es natürlich... Das ist natürlich so. Ist man da schon irgendwie ein bisschen verzweifelt drin. Aber jetzt hoffe ich, kriegen wir es vielleicht trotzdem noch mehr hin mit der Sicherung, oder? Wäre vielleicht ganz cool, wir haben noch 2,5 Minuten. Das Klo sieht echt gut aus. Ach, der Kopf. Oh ja. Finde ich ja stark. Für eine kranke Armee. Sehr viele Duschdinger. Ah ja, okay, weiß ja schon wofür. Was kommt denn hier alles noch? Und doch. Nichts? Bist du mir hinterher oder so? Okay. Hallo? Irgendwie oben hinkommen. Hey, hast du die Bremsen drin oder was?
Och. Achso, ich habe wahrscheinlich die Kiste, ne? Hey? Hier ist noch eine Kiste. Hier geht's stattdessen weiter. Ist ja interessant. Achso, ne, hier ist nur. Interessant, hier war noch ein geheimes. Ach, das. Ne. Das ist nicht scheiße, oder? Freunde, wir sind durch für diese Folge. Wir probieren es mit der Kiste in der nächsten Folge. Die ziehe ich an genau dieser Stelle hier weiter und dann hoffen wir, dass wir weiterkommen. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.